Jedes Mitglied muss vor der ersten Auktion eine Kaution hinterlegen. Diese Kaution wird im Voraus als Sicherheit dafür hinterlegt, dass der Kunde das erworbene Fahrzeug auch tatsächlich bezahlt. Diese Kaution bestimmt gleichzeitig ihr höchstmögliches Gebot, Kaufkraft. Dabei handelt es sich um den höchsten Betrag, den Sie als Anbieter zu irgendeinem Zeitpunkt abgeben können. Sie können Ihre Sicherheitskaution auch zu jeder Zeit erhöhen, indem Sie sich auf der Webseite einloggen und den Menüpunkt Kaufkraft in der Übersichtsseite aufrufen. Die minimale Anzahlung beläuft sich auf $600 oder 10% des gewünschten Gebotsbetrags. Pro $600 Kaution können Sie ein Fahrzeug ersteigern, sofern das Endgebot für das Fahrzeug weniger als $6.000 beträgt. Wenn Sie beispielsweise auf zwei Fahrzeuge, eins für $4.000 und das zweite für $3.000, bieten möchten, dann müssen Sie $12.000 als Kaution hinterlegen. Jeweils $600 für beide Einheiten. Falls ein Bieter oder Käufer weder ein aktives Gebot hat noch ein Fahrzeug gekauft und auch keine Gebühren ausstehen, kann die Kaution zu 100% zurückgezahlt werden. Die Kaution kann nicht mit den Fahrzeugkosten verrechnet werden, es sei denn, sie wurde per Banküberweisung gezahlt.